Hallo und herzlich willkommen zu Escape from Tarkov. Heute möchte ich euch mal mein Maschinenpistolen-Bild zu der PP1901 zeigen. Ich werde wieder über alle Items rübergehen, damit ihr die kompletten Namen der Items sehen könnt, damit es einfacher ist, die Items zu finden und ansonsten nochmal zu ein, zwei Items was separat sagen. Wie bei allen Builds ist natürlich auch hier wieder das Scope austauschbar. Das PK06 habe ich drauf, aber ihr könnt natürlich auch jedes andere benutzen, wobei ihr dann nur dran denken müsst, dass sich die Ergo-Werte dadurch noch ein bisschen verändern können. Ich habe mich auch für den RK2-Griff entschieden. Den Griff könnt ihr natürlich auch umtauschen, wenn ihr sagt, ihr möchtet lieber noch mehr Ergonomik. Was ich hierbei sagen muss, das ist reichlich. Aber wenn ihr umtauschen wollt, dann tauscht zum Shift-Griff. Das würde auch noch gehen. Dann würdet ihr plus 12 Ergonomik dazu bekommen. So wie der Bild momentan ist, haben wir Ergonomik-Werte von 54, vertikalen Recoil von 37, horizontalen von 154. Und ihr könnt die Waffe im Einzelschuss wie auch vollautomatisch verwenden. Wenn wir sie zum jetzigen Zeitpunkt kaufen würden, so wie der Bild ist, würden wir ungefähr 185.000 Rubel zahlen, wobei auch hier wieder, ihr seht schon, Waffe komplett auseinandergebaut, schaut, dass ihr die Waffe im zusammengebauten Zustand findet, dann kostet sie vielleicht 15.000 Rubel, vielleicht auch 20.000, dadurch spart ihr euch aber einzelne Einzelteile, die hier jetzt noch aufgelistet sind und spart im Gesamten natürlich dadurch dann auch noch wieder. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Bild sagt, ob ihr den komplett anders habt oder auch mal so ausprobiert habt. Und ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.